Ein Spiel, das mich gepackt und bis zum Ende nicht mehr losgelassen hat. Ein Spiel, das mich auch lange nach dem Spielen noch im Bett hat grübeln lassen. Ein Spiel, das existenzielle Konzepte erforscht, dich mehrmals innehalten und nachdenken lässt. Ein Spiel, das so viel zu sagen hat, dich vor Entscheidungen stellt, dich Fragen stellen lässt, über die du noch nie nachgedacht hast. Ein Spiel, das mich verändert hat. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Yo, warum? Diesmal geht es um das Spiel Soma. Get here. Did you know that the human body consists of up to 75 trillion individual cells? I see a machine, a robot talking. What the hell are you looking at? I'm here! See? Okay. I just didn't expect you to look like that. You're really hung up on appearances, you know that? It really makes you think about what it means to be human. Catherine, are we alive? For all I know, there's no one left except for me. What do you mean? I'm right here. You are not your body. You are the emergent entity. My name is Simon. Do you know anything about this place? Oh, you knew. You have provided a platform, which is not necessarily restricted to our digital progeny, but a means of actual survival. It's my sincerest belief that we can go on living. But you're a robot! Really? The robots have legs, hands, a face! You're delusional! There can't be two Simons. What did you think would happen? Fuck you, Catherine, you lied! I believed in you, I trusted you! Could we stop the WoW from mutating? It's not like we just put people into robots and machinery and let them run free. That'd be really cruel, it doesn't work like that. Or at least it didn't used to work like that. The WoW had a range of assignments, but they all sprung from one single idea. Preserve humanity. You know, Indians thought photos would steal their souls. In this case, they'd be right. A continuous flow of thought and perception keeps an unbroken chain of continuity that we know as our self. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. It's clear that we're no longer human. This is awful. We did an awful fucking thing. How can you know that it's not me? The me that I am, the same that I've always been. But then how can I feel like Simon? How can I feel like anything at all? This is bigger than both of us. There's someone up there who called me an imposter. It's like a part of me lives on or something. I've never been more excited to be alive. All that hope wasted. Soma. Das hier wird keine Review, wird keine komplette Story-Zusammenfassung und auch kein Guide. Ich möchte euch in diesem Video einige Fragen stellen, welche ich mir im Laufe des Spiels selber gestellt habe. Ich möchte euch an meinen Gedanken und Ideen teilhaben lassen und einige Momente in diesem Spiel genauer beleuchten und hinterfragen. Doch um euch so richtig abholen zu können, komme ich wohl kaum drum rum, einige Namen zu nennen und die Story sowie das Setting von Soma kurz zu erläutern. Hier also mal eine saftige Spoilerwarnung. Es ist das Jahr 2015, wir sind Simon und hatten einen Autounfall. Die daraus resultierende Verletzung unseres Hirns wird uns wohl oder übel ein sehr frühzeitiges Ableben bescheren. Wir wenden uns an zwei Studierende, welche gerade an einer experimentellen Hirnscan-Methodik arbeiten und lassen einen besagten Hirnscan anfertigen, in einem letzten verzweifelten Versuch eine Heilung zu finden. Wir setzen uns in den Stuhl, der Apparillo von Scannerillo fährt herunter und unser Hirn wird gescannt. Und... das ist nichts gut. What happened? Hello? Mr. Munchie? Did something go wrong? What? Kann ich nichts machen mit dem Schloss? Kann ich vielleicht mit irgendwas draufhauen oder so? Aber ich habe ja gerade nichts zum draufhauen.
Ich habe nur etwas zum Abhauen und das sind meine Beine. Komplett verwirrt und desorientiert wandern wir herum, um später festzustellen, wir sind unter Wasser. Um genau zu sein, in einer Forschungsstation namens Pathos 2. Welcome to Pathos 2, your expressway to the stars. The station has multiple sites and has a diverse staff of engineers and scientists. Together they are able to produce, assemble and launch the world's most sophisticated spacecrafts. Allerdings sind wir nicht nur an einem anderen Ort, sondern auch in einer anderen Zeit. Wir schreiben das Jahr 2104, also knackige 100 Jahre sind während des grellen Lichtblitzes vergangen. Und da das noch nicht reicht, finden wir auch noch heraus, dass vor knapp einem Jahr ein Komet auf die Erde eingeschlagen ist, welcher die Menschheit fast komplett ausgelöscht und die Erdoberfläche unbewohnbar gemacht hat. The sky is pitch black with smoke. The ocean is dark. Incredibly dark. Any signs of life? Over. It's on fire. Everything is on fire. The flames, they're reaching all the way into the sky. It's unreal. Any signs of life? Over. No. Nothing but a massive firestorm covering the continent. Attention crew, this is your captain speaking. The final efforts to stop the comet have officially failed. Impact is imminent. The crew, what's left of it, is doing okay. For the rest of the world, there's no good way to describe it. The destruction is absolute. The surface is just gone. Und ja, ich sagte, dass die Menschheit fast restlos ausgelöscht wurde. Denn die Bewohner, größtenteils Wissenschaftler, der Forschungsstation Pathos 2, auf welcher wir uns hier befinden, haben den Kometeneinschlag aufgrund der Lage der Station überstanden. Am Grunde des Meeres, ohne Funkkontakt zur Oberfläche oder überhaupt jemanden zum Kontaktieren, ist ganz plötzlich die letzte Fraktion der Menschheit entstanden. Doch irgendetwas ist in der Zeit zwischen dem Einschlagen des Kometen und unserem Erwachen hier passiert. Die Gänge sind leer, teilweise sind Räume komplett verwüstet, Not oder auch gar keine Beleuchtung sind an der Tagesordnung. Und irgendein schwarzes Zeug suppt auf der Station herum, kriecht aus den Ventilen und erstreckt sich in jede Ecke. Okay, ist einfach nur Gülle. Was zur Hölle ist das? Dieses güllige Zeug ist ein Teil der WOW. Wow! Die WOW ist im Grunde nur eine AI, eine künstliche Intelligenz, eine Unterstützung für die Mitarbeiter von Pathos 2. Die Aufgabe der WOW war zunächst recht simpel. Überwachung aller Tätigkeiten, Regelung der lebenserhaltenden Systeme auf Pathos 2 und dergleichen. Im Kern war sie so programmiert, dass sie den Menschen helfen und ihren Erhalt sichern sollte. Doch nach dem Einschlag des Kometen veränderte sich das Verhalten der WOW. Sie erkannte, dass das alleroberste Ziel nun der Erhalt der Menschheit war. Mithilfe von sogenanntem Strukturgel konnte die WOW sich auch in physikalischer Form auf der Station ausbreiten und wird im Spiel mehrmals als Krebs oder auch tumorartig beschrieben. Are you talking about the black tentacles in the engine room? I've seen them before at Upsilon. What are they? They're a manifestation of a malfunctioning station-wide artificial intelligence called the WOW. Station-wide? So we just made a powerful enemy. No, no, it's not like that. The AI isn't a persona. It doesn't feel or think like we do. It's more like Die WOW greift unter anderem auf Gehirnscans der Pathos-Besatzung zurück. Warum die überhaupt in der Datenbank rumfliegen, erkläre ich vielleicht später noch, tut aber auch gerade nichts zur Sache. Und überträgt diese in Roboter. Ein verzweifelter Versuch, einen Menschen zu erschaffen, das Leben zu erhalten oder gar fortzusetzen. Diese Kreaturen und Konstrukte, mal mehr biologisch, mal weniger, mal mehr Bewusstsein, mal weniger, sind zwar größtenteils die Hauptgegner im Spiel, doch keineswegs eine böse Absicht der WOW. What the fuck? Nein! Was ist das? Ich erkenne das nicht mal. Das ist einfach... Sieht aus wie so ein Mettklumpen. Einfach deutsches Sushi auf Beinen. Ihr fehlt letztendlich eine genaue Definition. Was macht einen Menschen eigentlich aus? Sind wandelnde Roboter desillusionierte und teilweise komplett realitätsverweigernde Mixe aus organischen und mechanischen Bestandteilen genug, um als menschlich durchzugehen? Das ist wahrscheinlich die Hauptfrage, um welche es in Soma geht. Was macht uns aus? Was ist, wenn wir unser Bewusstsein, unser Selbst kopieren und in einen Roboter transferieren könnten, sodass du und die künstliche Intelligenz nicht zu unterscheiden wären? Es wären einfach zwei Instanzen von dir. Eine in einem menschlichen Körper, die andere in einem Roboter. Beide in der Lage zu denken, beide in der Lage zu fühlen, beide in dem Wissen, dass sie es selbst sind. Wenn dein Bewusstsein, deine Persönlichkeit in Einsen und Nullen runtergebrochen und kopiert werden kann, wie besonders bist du dann noch? Wer von euch beiden wäre dann das echte Du? Was wäre, wenn wir das Bewusstsein dieses Roboters wieder kopieren und wieder? Was wäre, wenn du in deiner menschlichen Hülle stirbst? Bist du dann definitiv gestorben oder bist du in einem der
der Roboter immer noch das echte Du? Oder sind eventuell alle Roboter das echte Du? Oder doch nur leicht andere Versionen von dir? Was bist du eigentlich? Was macht dich aus? Ist es deine Art zu sprechen, deine Art zu denken, deine Art, dich zu bewegen? Dein Körper? Ist es eine Mischung aus Körper und Bewusstsein? Wenn du meinst, dass du nur in deinem Körper oder nur mit deinem Körper du selbst bist, dann habe ich hier einen kleinen Denkanstoß für dich, so ganz am Rande. Du denkst von mir aktuell ja schließlich auch, dass ich ein echter Mensch bin, obwohl du gerade nur meine Stimme hörst, welche über YouTube zu dir spricht. Ich höre mich für dich menschlich an und da du es nicht besser weißt oder auch nicht anders erwartest, behandelst du mich auch wie einen Menschen. Es gibt noch ein weiteres sehr großes Dilemma mit der Wow, auf welches ich zu einem späteren Zeitpunkt noch eingehen möchte. Doch erstmal begegnen wir Karl Samkin. Eine der ersten Interaktionen im Spiel, welche ich gerne näher beleuchten würde. Eine kläglich klingende Stimme ruft um Hilfe. Endlich ein Mensch. Endlich jemand, der Simon sagen kann, was hier eigentlich los ist. Hä? Huh? Karl, du bist ein Roboter, mein Bester. Are you blind? It's me, Carl. Carl Samkin. Wrangler? Any of this sound familiar to you? I know, actually. Well, thanks for being so helpful. It's not like I'm knocked out on the floor or anything. Du bist ein... Ist dir nicht bewusst, dass du ein Roboter bist? Ist es das? Are you human? Shit, did my body give it away? I try hard saving mystery. Ja, Karl ist ein Roboter und ein recht merkwürdiger noch dazu, denn Karl spricht mit einer menschlichen Stimme, mit menschlichen Emotionen. Irgendwie ganz interessant, doch nichts, was mich jetzt aktiv vom Hocker gehauen hat. Wir sind schließlich in der Zukunft ein Roboter, der wie ein Mensch klingt. Gut, von mir aus. Doch im Gang nebenan finden wir einen Leichnam und nach kurzer Inspektion wird uns klar, dass es sich hierbei um Karl Samkin handelt. Also den echten Karl. Hi. Huch. Das ist Karl! Nach weiteren Gesprächen mit RoboKarl wird uns klar, dass er leicht desillusioniert ist, denn er scheint nicht so ganz zu verstehen, beziehungsweise es nicht verstehen zu wollen oder gar zu können, dass er ein Roboter ist. Where are you exactly? Are you for real? I'm right here. See me waiting? Look at my hands. Hey, buddy! Okay, I'm just gonna be... I'm not seeing it. I see a machine, a robot talking. What the hell are you looking at? I don't want to alarm you, but I think you might be trapped in a robot. I'm telling you, get your eyes checked. I'm right here. I see both my hands. Der gute Karl ist wirklich hoffnungslos an der Realität vorbeigeschlittert. Ein Bewusstsein in einem Roboter, das sich selbst noch für einen Menschen hält. Nun, um weiterzukommen, müssen wir die Energieversorgung umleiten. Aus dem Raum raus, wo RoboKarl hilflos auf dem Boden liegt, in einen anderen Raum rein. Nichts leichter als das. Ich betätige den Hebel und... Okay. RoboKarl fing an zu schreien. Das war ein merkwürdiges Gefühl und mein erster Instinkt war es, zu helfen. Die Gefühle, die Emotionen, die von diesem RoboterKarl ausgingen, waren so real. Ich wusste noch nicht genau, was ich davon halten soll, aber mir hat es absolut nicht geschmeckt, Karl weiter leiden zu lassen, weswegen ich den Hebel auch schnell wieder umgelegt habe. I'm sorry, I think I pulled the wrong lever. Oh, don't sweat it. Just get me a doctor. Won't the mechanic make more sense? Ja? Diese ganze Szenerie, Bewusstseinsübertragung, ein toter menschlicher Karl und ein lebender, wenn auch desillusionierter RoboKarl, welcher so lebendig und echt rüberkommt, hat mich über Dinge nachdenken lassen, über welche ich noch nie so wirklich nachgedacht habe. Ist das, was da auf dem Boden liegt, der echte Karl? Wenn nein, ab wann wäre es der echte Karl? Was macht einen echten Karl eigentlich aus? Sein Bewusstsein ist sich sicher, noch ein Mensch zu sein. Und wäre er jetzt in einem menschlichen Körper, hätte ich absolut keine Bedenken und würde ihn als Menschen oder gar menschlich klassifizieren. Daraus müsste ich ja jetzt schlussfolgern, dass ich davon ausgehe, dass ein menschlicher Körper eventuell noch gepaart mit einem passenden Bewusstsein einen Menschen ausmacht. Doch genau da war ich mir auf einmal nicht mehr so sicher und musste meine eigene Ideologie des Ganzen spontan hinterfragen. Und ja, da war ich.
jetzt schon am Rande meiner mentalen Kapazitäten angekommen und ich spiele gerade mal eine Stunde. Das Ganze war definitiv ein sehr einprägendes Ereignis und eine einzigartige Situation, auf die ich nicht vorbereitet war, und es sollte bei weitem nicht die letzte bleiben. Das ganze Hinterfragen des Seins wird von nun an nur mehr und mehr. Nicht ohne Grund heißt Soma übersetzt Körper. Da stand ich also und wusste nicht genau, was ich tun sollte. Ich habe kein wirkliches Problem damit, einem Roboter in Anführungszeichen Schaden zuzufügen, schon gar nicht in Videospielen. Aber doch hat mich das Ganze irgendwie zögern lassen. Oh, ist es jetzt... Das ist ja... Ist es jetzt richtig? Ich meine, der ist ja clearly, der ist delusional wie Fick. Dem können wir ja nicht helfen. Aber ist es richtig, dem jetzt den Strom abzuschalten? Am Ende gab es allerdings nur den einen Weg. Sorry, Karl, aber... Karl, es tut mir leid. So, ich würde dein Qualen beenden, wenn ich könnte, aber ich kann nicht. Ich kann aber meine Qualen beenden, indem ich außer Hörreichweite von deinem Geschrei gehe. Also, um genau zu sein, gab es zwei Wege. Ich als Profi-Gamer habe die Möglichkeit übersehen, die Energie aus einem völlig anderen Raum abzuleiten und hätte Karl somit das ewige Leiden, welches ich ihm nun ausgesetzt habe, ersparen können. War ein Gamer-Moment. Sorry, Karl. Weiter geht's mit Amy, welcher wir kurz darauf auf unserer Reise durch Pathos 2 begegnen. Trotz der Schläuche und der durch die Wao künstlich erstellten Lungenflügel war mir durch das rundum fleischige Auftreten von Amy schnell bewusst, jawohl, Jackpot, wir haben es mit einem Menschen zu tun. Froh darüber, nicht erneut meine beiden Gehirnzellen mit existenziellen Fragen des Seins überlasten zu müssen, klatscht mich das Spiel mit der nächsten misslichen Situation aus dem Sessel. Die Wao, in ihrem verzweifelten Versuch, die Menschheit zu retten, hält Amy am Leben. Amy selber wirkt nicht sonderlich erzückt darüber und augenscheinlich wirkt es auch nicht wie ein sonderlich erfülltes Leben. Can I help? It won't let me die. Nothing is allowed to die. Doch die Situation verzwickt sich etwas, da wir erneut Energie benötigen, um storytechnisch fortzufahren. Amy ist durch die Wao an einer Art Stromkasten an zwei Stellen angeschlossen. Ziehen wir einen der Stecker, wirkt Amy zwar nicht sonderlich amused darüber. Kleiner Wortwitz am Rande, um die Stimmung etwas aufzuheitern. Ja, nicht funktioniert. Okay, machen wir weiter. Sie bleibt jedoch am Leben. Und wir haben gerade so genügend Energie für eine Art Zug freigeschaufelt zum Weiterfahren. Are you okay? Are you okay? I don't know. I want to go home. Nun könnten wir auch noch den zweiten Stecker ziehen, um ihrer traurigen Existenz ein vorzeitiges Ende zu bereiten. Da Amy uns nicht direkt darum bittet, müssen wir diese Entscheidung selber treffen. Haben wir das Recht, ihr Leben zu beenden, nur weil wir es selber nicht für lebenswert halten? Ist nicht jedes Leben irgendwie lebenswert? Vor allem nachdem die Menschheit größtenteils ausgelöscht und wir de facto vor dem ersten Menschen stehen, den wir seither gesehen haben, und es sich hierbei eventuell sogar um das letzte menschliche Exemplar überhaupt handeln könnte. Ist dieses Leben nicht im besonderen Maße wert, es zu erhalten und zu schützen? Die Wao scheint genau diese Logik zu verfolgen. Leben um jeden Preis. Die Wao hat selber natürlich keine Ethik. Sie funktioniert eher wie ein Genie aus einer Wunderflasche. Du bekommst nach was du gefragt hast und nicht was du willst. Der Erhalt der Menschheit ist das, was die Wao als oberstes Ziel hat. Doch ein solches Leben wie das von Amy würde ich nicht wollen. Was hättest du in dieser Situation getan? Hättest du dich dem Denkansatz der Wao angeschlossen, welche ihr ein langes, wenn nicht sogar ewiges Leben hätte bescheren können? Oder hättest du den moralischen Highground erklommen und Amy in einem Anflug von Gnade oder auch Mitleid abdriften lassen? Nun stelle ich euch einen Charakter vor, welcher uns über den internen Pathos 2 Funk kontaktiert hat und unser Begleiter für den Rest des Spiels wird. Die gute Catherine. Oh, that's better. Simon, was it? Jared, Simon Jared. Hi Simon, I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where to even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pathos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like, staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. Except for one. I think he was in pain. I'm not sure what to do. He said he was hurting.
Sort of. I don't know. What was that? No! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Simon, come to Lambda. How do I get there? There are sound trains connecting all the sites. Find one and come here. I'll wait for you. Und so machen wir uns auf die Suche nach der guten Dame. Catherine? Dein mutiger Held kommt hier auf allen Vieren angekrabbelt. Als wir ihr zum ersten Mal live und in Farbe begegnen, ist Simon leicht entsetzt und irgendwie enttäuscht. Er hatte, der Stimme nach zu urteilen, einen echten Menschen erwartet. So wie wir als Spieler es auch getan haben. Catherine, Simon, right here, ist ein Roboter. No, not you too. I was really hoping you were human. Don't let the circuitry fool you. I was human once. Doch Catherine ist, anders als Karl, sich bewusst darüber, kein Mensch zu sein oder zumindest über keinen menschlichen Körper zu verfügen. Sie ist komplett fein damit und hat eine andere, größere Mission, die Arche. Ein virtuelles Zuhause für das, was von der Menschheit noch übrig geblieben ist. Doch bevor ich mich der Arche und der weiteren Story widmen möchte, gibt es noch etwas zu Simon zu sagen. Denn Catherine droppt hier so ganz nebenbei eine kleine Bombe. What do you mean? I'm right here. Don't take this the wrong way, but I meant any humans left except for me. Have you looked at yourself lately? You're a walking, talking diving suit with some electronics left on for good measure. You don't want to think about it, we'll start thinking about it. Yep, wie eventuell schon manche erwartet oder selbst geschlussfolgert haben, sind auch wir ein Roboter. Simon schmeckt das nicht so richtig. Er scheint es zwar einigermaßen verarbeiten zu können, doch hinterfragt die gesamte Situation, in der er sich befindet, wie sinnlos es doch alles ist und so weiter. I don't want to do this anymore. I don't want to be this. I want out. How could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world? Simon wird im Laufe des Spiels immer wieder vor die Frage hinter seiner eigenen Existenz gestellt. Doch immer so zaghaft und situationsgerecht, dass man wirklich mitfühlen kann. Ich habe konstant mit Simon mitgedacht, mich mitbewegt gefühlt von seinen Gedanken und Emotionen. Ich zeige euch hier mal ein paar dieser Szenen, welche zwar komplett aus dem Kontext gerissen etwas weniger Impact haben, aber dennoch interessante Gedankenspiele anregen und Simons Verlauf der Selbstfindung etwas aufzeigen. Wie er damit umgeht, nicht wirklich er selbst zu sein, sondern ein Scan seiner selbst, platziert in einem robotigen Körper. It's just beginning to sink in. Sink in. I'm a robot. Didn't we cover this already? I guess I've known ever since I woke up at Upsilon. I just keep suppressing it. Like my brain doesn't want me to think about it. It's really getting hard not to think about it. Sein Gehirn unterdrückt das so ein bisschen. Das würde ja erklären, warum manche Roboter nicht wahrhaben wollen, dass sie Roboter sind. Die Frage ist jetzt, wenn es mir zu bewusst wird, verliere ich dann mein Bewusstsein? Könnte dann mein Gehirn nicht damit klarkommen, dass ich ein Roboter bin? Dass ich nicht meinen menschlichen Körper habe? Dass ich nicht... Die einzige Auffassung, die mein Bewusstsein ja hat, ist ja der menschliche Körper. Es wurde ja aus dem menschlichen Körper rausgescannt und einfach in einen Roboter reingefügt. I just can't stop thinking about what we've become. It's clear that we're no longer human. But then how can I feel like Simon? How can I feel like anything at all? I mean, technically, I don't have any ears, no mouth. Christ, that's a weird thing to think about. I mean, I'm making sounds. I'm still saying things. You sure are. Okay. Your new body most likely has senses similar to those you had as a human. And your mind, only knowing one way to perceive the world, superimposes that skill set on top of your new features. So my mind is covering it up, pretending nothing's different. If it didn't, you'd probably be incapable of interacting with the world at all. And the stress would either kill you or make you go insane. So I've found a good balance between awareness and ignorance. Does that mean I shouldn't think about this stuff, or are my thoughts actually making me cope? Could I tip the balance by suddenly gaining some insight and then go insane? I wouldn't worry about it. I mean, we have real things to deal with. Saving mankind, remember? Sie hat ja gerade eigentlich genau das bestätigt, was ich predicted habe, dass unser Gehirn uns quasi vorspielt, dass wir noch ein Mensch sind, weil es das nicht anders wahrnehmen kann.
So, wir haben diese Balance, wie es Simon es ja so schön sagte, zwischen Bewusstsein und Ignoranz gefunden. Wir sind bewusst, wir denken selber und eigenständig, wir haben ein Bewusstsein. Aber wir schließen aus, dass wir ein Roboter sind. Wir sind zu ignorant, extra bewusst, unterbewusst, zu ignorant einzusehen, dass wir ein Roboter sind. Catherine, are we alive? That's an impossible question to answer. We lack meaningful definitions. I just figured there must be a way to know. To know if this life is worth living. You assume you've changed so much, but have you really? I don't know. I don't feel so different. The world sure does. I never realized how much the idea of myself depended on where I am. How do you mean? I miss Toronto. And not because my friends and family are there, but because I know where I fit in. In Toronto, I know who I am. That's an interesting observation. Definitiv interessant. Ich fand's aber interessant, dass er gesagt hat, ob ich am Leben bin. Und sie dann sagt, dass das eine Definitionssache ist. Ist es wirklich eine Definitionssache? Irgendwie ja schon, ne? Wie definiere ich Leben? Ob ich lebendig bin? Have we figured out what happens when we die yet? Is that even possible? If there's some kind of afterlife, do you think my place is taken? The real me died like 100 years ago. Is there still room for me? What do you think, Catherine? Is there a heaven full of redundant copies of the same people? Is there someone up there who called me an imposter? How can you know that it's not me, the me that I am, the same that I've always been? Let me say something. I don't want to think. Please, do you still feel that sense of awe? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on? Everyone's gone. All the people still left are digital copies trapped in computers at the bottom of the sea. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are, or is this about the man who went for a scan 100 years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto, even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. I feel so uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong. Even if we make it to the Ark, would it be any different? I'd still be alone. No friends. Simon hat im Großen und Ganzen kein Zugehörigkeitsgefühl. Er ist ein dem Tode naher Mitarbeiter eines Bücherstores in Toronto, Kanada, der einen Gehirnscan hat anfertigen lassen und dann in einer Forschungsstation unter Wasser erwachte. Er fühlt sich wie er selbst, aber irgendwie ohne Zugehörigkeit, ohne Bezug zur Realität. Obwohl er gerade dabei ist, eine digitale Version der Menschheit in der sogenannten Arche zu retten und für den Fortbestand der menschlichen Rasse zu sorgen, fühlt er sich immer wieder hoffnungslos. Ohne Ziel und verloren. Und ich fühle das irgendwie. Die Art, wie es im Spiel häppchenweise eingebaut ist, macht einen wirklich nachdenklich, wie es einem wohl selber gehen würde. Wie definierst du dich selber? Könntest du von dir noch sagen, dass du es selbst bist, wenn du in einem anderen mechanischen Körper erwachen würdest? Dann auch noch, sagen wir, in einer anderen Welt. Du hast diese Balance zwischen Ignoranz und Bewusstsein. Du weißt, dass du bist, aber wer genau bist du und wohin gehörst du eigentlich? Ist es wichtig für dich, irgendwo hinzugehören? Oder kannst du ganz einfach sein, wer du bist, egal wo, egal in welcher Form? Wie definierst du Leben? Jetzt aber mal diesen philosophischen Mist hier beiseite und ich klatsche euch mal ein paar Fakten auf den Tisch. Wir lassen im Laufe des Spiels einen Scan von uns anfertigen und lernen dabei, wer oder was wir wirklich sind. Also so ganz äußerlich. Das Bewusstsein von Simon ist in einem Cortex-Chip, welcher in dem Körper eines toten Besatzungsmitglieds von Pathos 2 steckt. Die Wow hat den Körper mit dem Tauchanzug verschmolzen und so sind wir basically ein Zombie mit einem Robokopf und Bewusstsein. Imogen? Who's that? It looks like the basis for your body is one of my old colleagues. A standard cortex chip for robots, including the data reader and the Ocutorch, has just been forced through the skull. What? Structure gel has fused the whole construction together. Amazing stuff. No, hold on, back up. I'm one of your old colleagues? Well, your body is. Imogen Reed. That's disgusting. Kath, I'm half a dead person. Yes, it makes sense. Think about it. All those simplistic minds we've run into,
Just reviving a dead person doesn't seem to work that well. A robot body seems to make people a bit unreliable. You are the best of both worlds. A sound mind in a sound body. Wo wir gerade bei Simon sind, können wir die ganze Thematik auch mit dem Lüften des Mysteriums abschließen, wieso wir überhaupt hier sind. Die WoW verfügt über Bewusstseinsscans der gesamten Pathos 2 Besatzung. Sie copy-pastet diese in unterschiedlichster Art und Weise in unterschiedlichste Objekte, um irgendwie zu versuchen, die Menschheit zu erhalten. Da Simon allerdings kein Besatzungsmitglied ist und auch nie eines war, stellt sich nun natürlich die Frage, wie die WoW überhaupt an sein Bewusstseinsscan herangekommen ist. Nun im Jahr 2015, als der originale Simon seinen Scan hat anfertigen lassen, stellt sich am Ende heraus, dass es leider keine Heilung für ihn gibt. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah, who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something, like a donated organ. Simon hat dem lieben Dr. Manchi allerdings erlaubt, seinen Scan für die weitere Forschung zu verwenden, und das tat er auch. So würde Simon ein Legacy-Scan, ein Scan, der maßgeblich für die Erforschung und Entwicklung von AIs über das nächste Jahrhundert verwendet wurde. Ein bisschen weird finde ich ja, dass Simon irgendwie in einer ganz absurden Art und Weise ein Teil von allen AIs ist, wenn diese mit Hilfe von seinen Daten erschaffen und entwickelt wurden. In diese Thematik will ich jetzt aber gar nicht weiter einsteigen. What's a Legacy-Scan? They're historic templates for AI construction. Any self-respecting engineer wouldn't use legacies anymore, but they're great for learning. They come with every development kit. So, my brain scan turned into a template for artificial intelligence. You should be proud. So much for that mystery. No magic or time travel needed. I was here all along, waiting for someone to shove a picture of my brain into a suit and hit the power button. Dieser Legacy-Scan war natürlich auch in der Datenbank von Pathos 2 und die WoW hat sich diesem Scan bemächtigt und ihn in den toten Körper von Imogen Reed geladen, welcher nun mit Simons Bewusstsein umherwatschelt und für die WoW ein extremer Erfolg in Sachen Menschheit erhalten sein müsste. Wie Catherine es so schön sagte, a sound mind in a sound body. The Legacy-Scan of me that was on the computer. What did you use it for? It's a template that has an intelligence pathwork already etched into the base. So, if I wanted to build an AI, I wouldn't have to reinvent a whole model. I would be able to focus on the things that the AI is to be used for. Is every AI self-aware? Do they also think they're Simon? What? No, Simon. Don't worry. It's not like we just put people into robots and machinery and let them roam free. That'd be really cruel. It doesn't work like that. Or at least it didn't used to work like that. Truly sentient machines, thinking they are people, is definitely new. In diesem Video geht es ja eher um ernste Themen und um Denkanstöße. Ich möchte aber hier nochmal ganz kurz herausstellen, dass ich neben dieser unglaublich interessanten Story absolut am Limit war, da ich Horrorspiele so gar nicht vertrage. Ich habe mich bei jedem Gang gefragt, gehe ich da jetzt wirklich lang, in der Hoffnung mehr von der Story zu erfahren, oder suche ich eine andere Route, weil mir der Weg irgendwie zu gruselig erscheint. Einen solchen Gedankengang in Action seht ihr beispielsweise hier. Gott sei Dank hat man in Soma nur die Wahl zwischen Scheiße 1 und Scheiße 2. Und im Endeffekt muss man sich doch durch beide Haufen fühlen. Jetzt aber zurück zum Thema, und zwar die nächste missliche Lage, in welche uns das Spiel mit Anlauf und dem starken Wurfarm reinschmettert. Um in der Story voranzuschreiten, müssen wir einen Lift reparieren. Hierfür wird ein Toolchip benötigt. Problem hierbei ist allerdings, dass die einfachste und augenscheinlich auch einzige Lösung ist, diesen Toolchip von einem umhergeistenden Roboter zu entfernen. Hierfür stehen uns zwei Kandidaten zur Verfügung. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Machen wir ihn weg, der irgendein menschliches Bewusstsein in sich drin hat, aber absolut an der Realität vorbeischwebt? Oder nehmen wir den Kleinen hier weg, der uns die ganze Zeit verfolgt und hilft, aber eventuell kein Bewusstsein in sich hat? Was wir nicht überprüfen können. Simon, der sich erst kürzlich darüber klar geworden ist, selber ein Roboter zu sein, stellt sich nun natürlich die Frage, was ihn von den anderen Robotern unterscheidet. Und ultimativ landen wir wieder bei der Frage, was macht uns aus? Hi! Hey, could you maybe help? I need to get the data. Good, go back. Hey, can you hear me?
don't stand there. You know better than that. Hey, you. Help me out here, will you? Listen. Don't worry about it. I got this. Wieder dieser Gedanke, der mir durch den Kopf schießt. Was macht einen Menschen aus? Was genau sind meine Ansprüche, was ich noch als menschlich bezeichnen würde? Will ich es erneut nur auf eine menschliche Hülle abwälzen? Doch was ist mit Catherine, welche alle Eigenschaften eines Menschen hat, bis auf einen Körper? Will ich ihr nun ihre Menschlichkeit nur aufgrund des fehlenden Körpers aberkennen? Will ich dem verwirrten Roboter nur aufgrund seiner Verwirrtheit seine Menschlichkeit aberkennen? Er antwortet zwar auf keine einzige Frage, brabbelt nur wirres Zeug, doch er wirkt irgendwie aufregend. Richtig, irgendwie echt. Man, you can really tell when Alfred is off platform. This place turns into such a locker room. Not in a good way either. Yeah. You're so full of shit, Brandon. Why? That doesn't even make sense. Come on. Stop messing around and get back to work. Ich möchte hier auch mal kurz einen Gedankenansatz von Dune mit reinbringen. Jedem ist der Name eventuell ein Begriff und ich hoffe nicht durch die vielen extrem gescheiterten Versuche, die Bücher in visueller Form darzustellen. Ich meine, Dune ist nicht umsonst als unfilmbar bezeichnet worden, auch wenn der Film von 2021 recht vielversprechend aussieht. Aber darum geht's hier gar nicht, denn in Dune gab es, nachdem Computer und AIs zur Selbstbereicherung und Versklavung anderer benutzt wurden, eine Crusade. Die Butlerian Jihad, wie man sie nennt, in welcher alle AIs und alle Computer, alle Roboter vernichtet und für immer verboten wurden. Die Idee dahinter war, so ganz grob aufgefasst, dass das Denken und unsere eigenen Entscheidungen zu treffen, das ist, was uns als Menschen ausmacht. Wenn man Maschinen erstellt, die dieses Denken übernehmen, macht es uns unfreier. Wir versklaven uns selber. Doch um diese Versklavung soll es hier gar nicht gehen, sondern um den Denkansatz, was uns als Menschen eigentlich ausmacht. Wenn wir diesen Gedankenansatz von Dune jetzt auf die Roboter in Soma anwenden, welche selbstständig denken, welche legit ein Bewusstsein, das dem eines Menschen gleicht, besitzen, wie kann man dann noch behaupten, dass sie weniger Mensch sind als du und ich? Wie kann man dann darüber urteilen, ob dieses Leben weniger wert ist als das eigene? Zugegebenermaßen wäre diese Argumentation bei Karl irgendwie angebrachter gewesen, weil ich von dieser hier herumschwebenden Blechbüchse nicht wirklich das Gefühl eines wirklichen Bewusstseins bekomme. Dennoch habe ich es nicht über mich bringen können, ihn für den Toolchip auszuschlachten. Stattdessen musste ein kleiner, sprachunfähiger Roboter namens Kate dran glauben. Sein wildes Gepiepse hat mich jedoch schnell an der Richtigkeit meiner Entscheidung zweifeln lassen, doch am Ende glaube ich, dass es hierbei kein richtig oder falsch gab. Ich will das nicht tun! Was ist denn so schwer? Oh. Ach, der Arme, der hört aber an, als hätte er Schmerzen. Ach, Mann. Could you do it? Kill a robot like that? I get attached to them too. I'm not a monster. But in this case, it had to be done. Is there a difference between them? I went for the small one. No! Not a Kate! Those are so cute! What? Don't worry. They're dumber than rocks. You're the worst. Die nächste Begegnung, die ich näher erläutern will, erfordert etwas Erklärung im Voraus. Zunächst einmal muss ich euch kurz erklären, was die Arche, also diese letzte Hoffnung der Menschheit, wie Catherine sie nennt, eigentlich ist. Ich werde das Teil und die Idee dahinter hier nur ganz grob beschreiben, da es hierzu so unfassbar viel zu sagen gäbe, was aber den Rahmen dieses ohnehin schon viel zu langen und immer länger werdenden Videos sprengen würde. Also die Arche war zunächst nur ein kleines Nebenprojekt unserer Catherine, also damals, als die Menschheit noch am Leben und die WoW noch nur für die Versorgungssysteme zuständig war. Die Arche ist im Grunde eine virtuelle Welt, eine Nachbildung der Realität, wie wir sie kennen. Kath, what's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. It's, you know, like real life, but slightly better. Pleasant temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend. It's perfectly immersive. And it can just sustain itself? Yes. Attached to a probe fueled by solar panels, it could survive for thousands of years. Mithilfe der WoW, welche auf Grundlage von Catherines Forschung ein ganz ähnliches Projekt namens das Vivarium entwickelte, konnte Catherine Bewusstseinsscans der Besatzung von Pathos anfertigen und diese in die Arche laden. Als der Komet auf die Erde hinabfiel und es für den Fortbestand der Menschheit recht übel aussah, wurde dieses kleine Hobby von Catherine schnell zu einer Art letzten Hoffnung. Der Plan war, die noch übrig gebliebenen Menschen, also die Besatzung von Pathos 2, zu scannen und diese in die Arche zu laden und das ganze Teil dann, mit Solarsensoren ausgestattet, ins All zu ballern. Quasi die Sims 73 nur im Weltall. Abspielen! On the Ark project? The idea is just incredible. You have provided a platform, which is not necessarily restricted to our digital progeny, but a means of
Nun ging zu dem Zeitpunkt, zu dem die Scans der Besatzung angefertigt wurden, allerdings ein Gedankengang umher. Dass man es ja nicht selber ist, der in der Arche landet, sondern nur eine Version von einem selbst, welche sich ab dem Punkt des Scans in der Arche befindet und von dort an getrennt weiterlebt. Eine Version von einem selbst ist allerdings noch weiterhin auf der Erde, mitsamt der Nahrungsknappheit und der wild gewordenen Wow gefangen. Die Idee, die jetzt einigen gekommen ist, ist wie folgt. Zum Zeitpunkt des Scans gibt es zwar zwei Versionen von dir, doch diese haben noch exakt den gleichen Kenntnisstand. Solltest du deinen menschlichen Körper, also das Bewusstsein, was gescannt wurde, unmittelbar nach dem Scan umbringen, existiert ja nur eine Version von dir. Du lebst dann also in der Version von dir, die auf der Arche landet, weiter. Die Leute, die diese Logik verfolgen, sprechen oft von einem Fortsetzen der Kontinuität. A continuous flow of thought and perception keeps an unbroken chain of continuity that we know as our self. Our conscious mind is not the pattern of our brain, but a continuous emergent entity based on that pattern. When Dr. Chun populates the Ark, she is capturing a moment of our existence and placing it inside the digital world. Soon you and your digital you will grow apart due to diverging experiences, but for a tiny window, you are the very same. With unbroken continuity, it will live on. A fulfilling life, no doubt, no less real than the one from which it was plucked. Now remember, you are not your body. You are the emergent entity. That entity just happens to occupy two places at once for a while. If you took away your body, you would simply be the only one you can be. The you inside the Ark. Let your body die and continue on in the digital paradise among the stars. Also ich verstehe schon, die waren verzweifelt und wollten eine Rettung, einen Ausweg und haben einen gefunden. Aber die Idee macht vorne und hinten für mich absolut keinen Sinn. Und meine Sichtweise auf das Ganze habe ich auch mehrmals beim Spielen mit Händen und Füßen versucht zu erläutern. Ich meine, er sagt ja selber, dass wir an zwei Orten gleichzeitig leben nach dem Scan, unser Bewusstsein. Einmal das gescannte Ich und einmal das Ich, was gescannt wurde, was in menschlicher Form weiterlebt. Aber wenn sich das Menschliche jetzt umbringt, heißt es ja nicht, dass... Also, das juckt ja den Gescannten jetzt nicht. Und die Leute sind kernretarded, dass sie sich umgebracht haben. Weil die haben sich ja umgebracht in dem Gedanken, dass die in der Arche landen. Aber die landen ja nicht in der Arche, sondern der Scan landet in der Arche. Ich mach's nochmal, die Handgesten. Also wir haben einmal die eine Person. Die wird gescannt. Brrrt. So, dann haben wir hier den Scan und hier die richtige Person. Der Scan landet in der Arche. Jetzt war der Gedanke von den Personen, wenn die jetzt hier, die richtige Person, wenn die sich umbringen, gibt es ja nur eine Version von denen. Also landen die in der Arche. Nein. Tut sie nicht. Die sich umgebracht haben, sind hier unten. Nur weil die sich jetzt hier umbringen, sind die nicht auf einmal hier. Die sind hier unten. Also gar nicht mehr da. Also, macht keinen Sinn. Macht für mich keinen Sinn. Ganz amüsant fand ich die Ansprache von einem Chefe von einer Station von Pathos 2 dazu. Man hört einfach raus, dass der Typ die Idee für absolut Banane hält und schon mal gar keinen Bock darauf hat, dass sich die ohnehin schon begrenzte Anzahl an Menschen weiter dezimiert. This thing on? Can everyone hear me? Go ahead, Strom. Listen up, all members of staff. The Ark Project has caused a lot of arguments the last few months. I'm not gonna pretend I understand what the hell Sarang talked about and how his continuity suddenly made sense to kill yourself. For the fucking love of God, or whatever you think is important, don't kill yourself. This place is miserable enough. Don't force your friends to clean up your blood. Rest in peace. Quality. Good? Beautiful, sir. Nun, da wir grob geklärt hätten, was die Arche ist und warum sich einige Personen nach dem Scan umgebracht haben, kommen wir endlich zu der Begegnung, die ich ja ansprechen wollte. Auf unserer Reise kommen wir an einem auf einem Meeresgrund liegenden Roboter vorbei, bewegungsunfähig und komplett allein. Ihr Scan hat es, warum auch immer, wohl nicht auf die Arche geschafft und ihrer menschlichen Hülle hat sie sich wohl ebenfalls kurz nach dem Scannen entledigt. Wir stehen hier vor einer ähnlichen Situation wie bei Karl, nur denkt dieses Exemplar, dass es auf der Arche ist. Am I already here? What? Hello? Who is that? Mark? No, we haven't met before. Is this Mark? I think we're safe. Oh,
I was so worried something had gone wrong. What's your name? Robin Bass. Theta Field Service Technician. Nice to meet you, Robin. Oh. How did you get here? I got scanned, like the others. And then I killed myself. At least I think so. I can't remember that part. How does that work? Did dying get you into the Ark? The idea is, when you're activated in the Ark, there's basically two of you, right? One human, one living skin in the Ark. You don't want your copy to survive you. You yourself want to survive on the Ark. If the human you dies before the scan is initiated, or closely after, you yourself would live on in the Ark. Amazing, right? Where is everyone? I thought there would be like 40 or 50 people here. I don't know. I'll let you know if I see anyone. Oh, und Simon hat doch nicht das Herz, ihr zu sagen, dass das nicht die Arche ist. Robin, I'm not sure how to say this. What? This is... Sag sie nicht. Pretty amazing, right? I mean the Ark. Yeah, it's great. Catherine and the guys have really pulled through. They saved us all. Wir haben diesmal, ähnlich wie bei Amy, die Möglichkeit, ihr den Stecker zu ziehen. Allerdings komplett freiwillig. Weder öffnet es uns eine Tür, noch verschafft es uns in irgendeiner anderen Art und Weise einen Vorteil, Robin den Strom abzustellen. Es ist einfach nur unfassbar interessant zu sehen, wie man selber im Laufe des Spiels sich seine Gedanken zu den Thematiken des Seins machen muss. Und dann vom Spiel immer wieder aufgefordert wird, diese in drastischer Art und Weise umzusetzen oder sie erneut zu überdenken. Ist Robin, so realitätsfern und robotisch sie auch sein mag, einem Menschen ebenbürtig? Ist sie im Grunde nicht genauso wie wir, Simon oder wie Catherine? Sie ist sich bewusst zu sein, zwar glaubt sie woanders zu sein, allerdings wirkt sie irgendwie glücklich. Ist es richtig, ihr jetzt den Stecker zu ziehen, diese Existenz, wie sie dort doch ganz alleine am Grund des Meeres herumliegt, zu beenden? Hier kann man natürlich unterschiedlich argumentieren. Ich möchte hier aber mal ganz kurz die Frage einschieben, was es überhaupt heißt, zu sein. Und wieso ich denke, dass Robin viel mehr ist als nur eine desillusionierte Maschine. Was es heißt zu sein, ist ja eine philosophische Frage, die schon so unfassbar viele schlaue Köpfe versucht haben zu beantworten. Cogito ergo sum oder auch ich denke, also bin ich, ist vielen bestimmt bereits bekannt. Im Grunde geht es bei diesem so bekannten Zitat um die Selbstsicherheit zu sein. Um meinen ehemaligen Philosophielehrer hier mal ins Spiel zu bringen, bester Mann by the way, kam immer total verstrahlt und mit einem Mickey-Maus-Anstecker an seinem braunen Baumwollanzug zur Schule, aber war dann im Unterricht selber nur die Facts am Spitten, wie beispielsweise die Erläuterung des Satzes ich denke, also bin ich. Hierbei geht es darum, dass man zum Zeitpunkt des Denkens sich selber sicher sein kann, dass man ist. Um das mal kurz zu erläutern. So oft erinnert man sich an falsche Dinge oder erinnert sich auch gar nicht. So oft kann man sich bei seiner Wahrnehmung von Gegenwart und Vergangenheit täuschen. Doch bei einer Sache, da kann man sich nicht irren. Dass man es selber ist, der sich gerade irrt. Ob richtig, ob falsch, ich bin es selber, der hier gerade denkt. Wenn man also denkt, man läge bei irgendetwas falsch, kann man sich immer noch bei einer Sache gewiss sein. Dass ich es bin, der das gerade denkt und dass ich dementsprechend existieren muss. Denn der Gedanke existiert ja auch und würde ohne mich gar nicht gedacht werden. Also in dem Augenblick des Denkens ist man faktisch am Existieren dran. Also wenn ihr mal wieder an Leuten vorbeilauft, die im Supermarkt, wo keine Maskenpflicht mehr besteht, dennoch eine Maske tragen, diese dann aber unter der Nase hängt, dann könnt ihr euch gewiss sein, diese Personen existieren gar nicht. Ein denkender Mensch würde so einen evolutionsbremsenden Unsinn machen. Setz die Maske ganz auf oder lass es einfach. Gut, war ein kleiner Rant am Rande, der mir gerade irgendwie spontan auf dem Herzen lag. Zurück zum Thema. Ich denke, also bin ich. Jetzt muss ich dazu noch sagen, dass es sich hierbei um einen sich selbst bewahrheitenden Satz aus der Ich-Perspektive handelt. Ja, komm, ich hole nochmal kurz aus und versuche das zu erklären. Also, warum der Satz, ich denke, also bin ich, wahr ist und Sinn macht, habe ich ja gerade schon so ganz grob erläutert. Wenn man diesen Satz ausspricht, ist er also wahr. Ergo, ein sich selbst bewahrheitender Satz. Soweit alle an Bord? Perfekt. Allerdings funktioniert das Ganze nur aus der Ich-Perspektive. Wenn dem nicht so wäre, dann könnte ich ja auch dahergehen und sagen, hey, guck mal, Spider-Man denkt und zweifelt ja auch, also muss er ja zwangsläufig existieren. Und da es jetzt nicht im Sinne von Descartes war, die Existenz von Spider-Man zu beweisen und sein schöner Satz plötzlich komplett fehlerhaft und nutzlos wäre, ist diese
kleine Anfügung der Ich-Perspektive vonnöten. Also nur wenn die Aussage aus der Ich-Perspektive gemacht wird, kann diese nicht mehr bezweifelt werden und muss wahr sein. Jetzt habe ich aber vorhin genau das gemacht, was man mit diesem Satz eben nicht machen sollte, und zwar ihn auf eine andere Person angewendet. In diesem Fall Robin hier. Und ja, ich reiße jetzt gerade mit dem Arsch ein, was ich zuvor mit meinen Händen aufgebaut habe, aber natürlich kann ich ihre Existenz, ihr Sein, nicht mit Cogito Ergo Sum beweisen. Und das Ganze macht, wenn man super genau hinschaut, auch alles keinen Sinn. Andererseits hörst du aber auch schon seit knapp 50 Minuten einem Zellklumpen zu, dessen zwei Gehirnzellen in einem ewigen Kampf um den dritten Platz sind. Und da es sich hierbei um ein Computerspiel und um ein paar Gedankenexperimente handelt, darf ich hier sowieso machen, was ich will. Also jetzt zurück in eine ernstere Schiene und zu Robin. Was jetzt machen mit Robo-Robin? Wie ihr hier eventuell schon im Verlauf des Videos gemerkt habt, stelle ich mehr Fragen, als ich Antworten gebe. Ich habe natürlich meine ganz eigene Sichtweise auf die Dinge. Aber da es bei der ganzen Thematik des Seins irgendwie kein richtig und falsch gibt, kann man hier natürlich endlos argumentieren, was ich und der Twitch-Chat auch bei jeder Gelegenheit getan haben. Aber wenn es ein Roboter neben dir steht, dein Bewusstsein drin hat, wäre es dann für dich okay, wenn ich dich töte, da du ja im Roboter weiterlebst? Nee, absolut gar nicht. Dann würden ja zwei Versionen von mir einfach existieren, aber es wäre ja immer noch ich. So, dann würden einfach zwei Ichs existieren. Das eine Ich lebt dann seit dem Scan weiter, der auf den Roboter übertragen wird. Das andere Ich ist dann quasi das Original-Ich, aber bin dann trotzdem ich. Also dann würde ich ja zweimal da sein. Also für mich wäre es dann weder okay, wenn du den Roboter killst oder mich killst. Also ich glaube, Roboter, ich würde da auch zustimmen. Bitte töte mich nicht, weil das bin ja ich. Ich selber habe Robin tatsächlich leben lassen. Sie hatte keine Schmerzen, war sich bewusst zu sein und ich dachte, dann ist es eventuell in Ordnung, sie hier erstmal in ihrer eigenen Welt liegen zu lassen. Ich meine, was ist denn das für eine Existenz? Ich meine, sie glaubt ja, dass sie da ist, ne? Sie glaubt ja, dass sie in der Arche ist. Ich werde sie leben lassen. Ich werde sie leben lassen. Auch wenn das eine traurige Existenz ist. Wenn sie glücklich damit ist, dann soll sie damit glücklich sein. Doch war das richtig, um mal hier so komplett überraschend Dumbledore zu zitieren? Yo, ich bin Fresh Dumbledore, back from the underground, back... Wait, falscher Dumbledore. Harry, bedauere nicht die Toten, bedauere die Lebenden und besonders all diejenigen, die ohne Liebe leben. Das war der richtige Text. Das macht doch irgendwie mehr Sinn, oder? Ist das Leben von Robin so ganz verlassen nicht bedauernswert? Hätte ich nicht handeln sollen? Diese Fragen werden jedoch nochmal mit dem Faktor 1000 multipliziert, als es zu der folgenden Situation kommt. Um in der Story weiter voranzuschreiten, müssen wir eine kleine Wanderung unter Wasser machen. Unser derzeitiger Taucheranzug ist allerdings nicht für diese Tiefe ausgelegt und würde schlichtweg zermatscht werden. Glücklicherweise finden wir einen geeigneten Anzug und in diesem befindet sich auch schon ein toter Körper. Im Grunde genau das gleiche Setup, wie wir es jetzt schon haben. Wir müssten nur noch Simon dort hineinkopieren und weiter geht's. Catherine, pragmatisch wie sie eben ist, ist auf jeden Fall schon mal begeistert von der Idee. Don't write it off just yet. Remember what we found out at Theta. The suit you are wearing is basically just a Cortex chip working a few pints of structure gel, powered by the on-suit battery pack. And a dead colleague, Imogen Reed. Exactly. If you think about it, we're actually incredibly lucky. We found a suit with an already dead body inside. Simon ist erst noch ein wenig zögerlich, was das Ganze angeht. Die ganze Zeit hat er und wir mit ihm uns die Frage gestellt, was es heißt zu sein. Und jetzt müssen wir uns selber auf einen Satz von Einsen und Nullen runterbrechen, welche in einen anderen Körper transferiert werden. Irgendwie eigenartig, aber es führt kein Weg daran vorbei. Doch eine Frage bleibt. Go sit in the pilot seat in the next room. You might need to boot it up. Jetzt weiß ich immer noch nicht, was wir jetzt genau machen. Übertragen wir jetzt, kann sie das Bewusstsein aus diesem Körper jetzt hier rausziehen und in diesen reinsetzen? Oder kopiert sie einfach nur das Bewusstsein von jetzt? Wer aufgepasst hat, weiß genau, was jetzt kommt. Einer der wohl Gänsehaut erzeugendsten Momente in diesem Spiel. Wer Soma nicht selber gespielt hat, der wird das jetzt hier nicht zu 100% fühlen. Doch ich möchte euch trotzdem die ganze Szene einmal zeigen. Und danach auf ein paar Punkte und die wohl schwerwiegendste Entscheidung des gesamten Spiels eingehen. Okay. You know, Indians thought photos would steal their souls. In this case, they'd be right. There must be something wrong. Can't you run a diagnosis or something?
What was that? No, it's just... Why was it still talking? It's the same like before. Catherine, why was he still talking? That's how it works, you know that. What do you mean? You know it's not magic. You were copied. The sleeping Simon in the seat was copied, and now you are here, just like Simon lived on in Toronto. God damn you, Kath. Two Simons? There can't be two Simons. What did you think would happen? That you were gonna take my mind and put it into another body, like a brain transplant. I'm sorry, it wouldn't work that way. You realize how messed up this is? Please, I didn't mean to upset you. How did you expect me to react to this shit? Please stop. You're fucking disgusting. What's gonna happen to him? He'll sleep for a while, a few days. And then what? Wake up in this fucking nightmare again? All alone? That's so cruel. Well, what do you want me to do with him? Make friends? Let him know that we have to leave him behind when we go into the abyss? What if he didn't need to wake up? You'd do that? I don't know. Maybe. Ein Brainscan, welchen Catherine soeben von uns angefertigt hat, ist, wie schon mehrmals gesagt, eine exakte Kopie von dir. Und so wurde Simon kopiert und in den neuen Körper eingefügt. Der Moment, als man sich im Nebenraum plötzlich hat selber sprechen hören, war so surreal und unangenehm. Zu diesem Zeitpunkt gab es zwei Simons. Catherine hat den Simon, mit welchem wir bislang umhergewandert sind, zwar fürs Erste ruhig gestellt. Doch jetzt stellt sich uns die Frage, was machen wir jetzt? Kurz zum Setting des Ganzen. Wir sind eingesperrt in einem Raum. Es gibt keinen Ausweg, bis auf den Weg in den Abgrund, welchen der Simon, der in dem Stuhl gerade vor uns sitzt, aufgrund seines nicht geeigneten Taucheranzugs nicht überleben würde. Der Raum besitzt zwar noch eine Tür, allerdings mussten wir diese verschließen und ich glaube nicht, dass er sie öffnen möchte. Ach nö, schon wieder so eine. Da wären wir also, stehen uns selber gegenüber und haben nun die Möglichkeit, uns selber das Erwachen zu ersparen. Es gibt keinen Ausweg für den Simon auf diesem Stuhl, er wäre für immer gefangen und allein. Jetzt haben wir also wieder die Möglichkeit, in einem Anflug von Mitleid oder Gnade, wie wir es schon bei Amy getan haben, uns selber von diesem Schicksal zu erlösen. Oder wir stellen das Leben über alles andere, wie wir es bei Robin getan haben und lassen uns leben. Eventuell findet der Simon auf diesem Stuhl ja eine Möglichkeit zu entkommen. Oder findet einen anderen Sinn in seinem Leben? Sollten wir ihn erwachen und es ihn selber rausfinden lassen? Oder wollen wir ihm das Schicksal und die Erkenntnis, komplett alleine zurückgelassen worden zu sein, ersparen? Er würde erwachen, Catherine wäre weg. Der andere Taucheranzug wäre ebenfalls verschwunden. Eventuell würde er eins und eins zusammenzählen und einsehen, dass eine Version von ihm schon immer dazu bestimmt war, zurückzubleiben. Sollten wir zulassen, dass wir selber komplett allein und zurückgelassen in der Art und Weise leiden? Irgendwie urteilen wir nur über uns selber und doch sitzt dort ein vollwertiger Simon auf dem Stuhl, der eigentlich das Recht hat, selber zu entscheiden, wie er es das gesamte Spiel über schon getan hat. Was hättest du getan? Das war's. Wir haben einfach so jemanden kopiert, hatten dann zwei gleichberechtigte Existenzen und haben einfach eine weggenommen. Haben wir einfach so entschieden. Kaum haben wir diese schwerwiegende Entscheidung getroffen, stehen wir schon der nächsten gegenüber. Die ganze Zeit waren wir auf der Suche nach der Arche, welche zwar schon vor längerer Zeit hätte ins All geschossen werden sollen, was allerdings nicht passiert ist. Ein Teil der Besatzung, die damit beauftragt waren, die Arche ins Weltall zu befördern, hatten sich kurzum dagegen entschieden. Das, was von dieser Besatzung noch übrig geblieben ist, sitzt nun vor uns. Wir stehen dem wohl letzten lebenden Menschen gegenüber. Sie ist zwar nicht ganz fit, doch komplett ohne den Einfluss der Wao, lebensfähig. Sie bittet uns darum, die Mission zu erfüllen, die Arche ins All zu befördern. Es trifft sich ganz gut, da wir das auch vorhatten, aber sie bittet uns um noch etwas. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want with it? Take it to the gun at Phi, launch it into space. That's right. Plan, all right. I've been guarding it ever since we brought it back to Tau. Just couldn't bring myself to let go. To tell you the truth, I don't have the strength to argue.
and I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Go ahead. Take it. Thank you. Can I get you anything? Do anything for you? You could kill me. You serious about me killing you? No, I'd love to hang around here until I dry up to the size of a raisin. Simon, this fucking sucks. I don't want to live like this. Oh, sie möchte echt, dass wir ihr den Gnadenstoß geben. Ach, du heilige Scheiße. Ich meine, sehr viel zu debattieren gibt es hier eigentlich nicht. Sie bittet uns darum, ihr diese eine letzte Ehre zu erweisen und an ihrer Seite zu bleiben, während sie abdriftet. Hätte die Wow sie in die Finger bekommen, wäre sie genauso wie Amy von ihr künstlich am Leben erhalten worden. Doch egal, ob man ein Leben um jeden Preis schützen will, vor allem wenn es nun wirklich der letzte Mensch auf Erden ist, kann ich ihr bei bestem Willen keine vertretbaren Argumente finden, sie am Leben zu lassen. Mach's gut, letzter Mensch auf Erden. Would you stay with me, please? Oh, natürlich. It won't be long now. Just, please, just stay. Natürlich. What a crazy thing this was. Life. At least I won't have to turn 30. Hooray! Don't let him die, okay? Send them out there to the stars. Als wir vor der Entscheidung standen, uns selber nach dem Bewusstseinsscan alleine zurückzulassen oder ihm das Erwachen zu ersparen, sprach ich davon, dass es die schwerwiegendste Entscheidung im Spiel ist. Und das war gelogen. Die wirklich schwerwiegendste Entscheidung kommt jetzt erst. Ich sag dir auch ganz zu Beginn schon einmal, dass es noch ein weiteres Dilemma mit der Wow gibt. Yep. Da wären wir. In aller Kürze runtergebrochen stehen wir vor dem sogenannten Herzen der Wow und sind ausgerüstet mit einem Gift, welches die AI komplett auslöschen wird. Wie auch bereits angesprochen, ist die Wow schuld an so ziemlich allen Kreaturen, die uns bislang gejagt haben. Ebenso ist die Wow an den hilflosen und desillusionierten Robotern schuld, denen wir überall begegnen. Die Qualen, die die Wow verursacht hat in ihrem verzweifelten Versuch, die Menschheit zu erhalten, sind wirklich grenzenlos. Die Wow wurde das gesamte Spiel über als eine Art böser Strippenzieher hingestellt. Und ja, die Wow hat echt einige sehr fragwürdige Dinge getan. Wie zum Beispiel die Besatzung einer ganzen Station umgebracht, weil sie die Wow aufhalten wollten. In meinen Augen hat die Wow diese Crew allerdings nicht getötet, weil sie böse ist oder um sich selber am Leben zu halten, sondern weil es nach ihren Berechnungen ohne die Wow keine Zukunft für die Menschheit gibt. Es war eine grausame, aber kalkulierte Handlung für das Greater Good, dem Weiterbestehen der Menschheit. Wir haben im gesamten Spielverlauf sehr viel Input über die Entstehung, die Entwicklung und die Beweggründe der Wow erhalten und stehen letztendlich recht überraschend vor der Möglichkeit, die Wow aufzuhalten. Und das empfinde ich als wohl die Entscheidung mit den meisten Auswirkungen für die Menschheit oder das, was von ihr noch übrig ist. Und ich glaube, das ist wohl eine der kontroversesten Entscheidungen, die ich in diesem Spiel getroffen habe, denn ich habe die Wow am Leben gelassen und ich könnte jetzt versuchen, meinen genauen Standpunkt im Nachhinein noch richtig überzeugend zu argumentieren, doch ich glaube, meine spontanen Beweggründe, die ich live beim Spiel hatte, fassen meine Meinung dazu recht gut zusammen und lassen euch gleichzeitig noch genügend Platz für eure eigenen Gedanken und Argumente. Ich will die Wow nicht ausschalten. Ist echt so, mach mal halblang. Also, so wie ich, wir wissen, pass auf, wir wissen ja selber nicht mal genau, was es heißt zu sein. Ja, wir können jetzt von einer AI nicht erwarten, das zu verstehen. Shut the fuck up. Also wir können von einer AI jetzt nicht verstehen, was es heißt zu sein, die Feinheiten des Seins zu begreifen, wenn wir seit unserer eigenen Existenz das ja selber noch nicht mal bestimmen können. Und die Wow tut ja ihr Bestes mit den Informationen und Ressourcen, die sie hat, irgendwie es zu bestimmen, irgendwie die Menschheit zu retten. Und das ja in einer unfassbaren Geschwindigkeit. Also die Wow ist ja seit dem Einschlag, hat sich ja mega ausgebreitet. Ja, nee, das sind... Also die Wow ist ja die letzte Chance für die Menschheit, so wie ich das sehe. Die letzte Hinterlassenschaft unseres Intellektes auf dieser Welt.
Und ich finde, wir sollten ihr eine Chance geben, irgendwie das Beste daraus zu machen, oder nicht? Nee, das ist keine Chance. Meinst du? Also ich finde, es ist besser als nichts. Also die Menschheit, wie wir sie kannten, die gibt es ja nicht mehr. Und wird es auch nicht mehr geben. Wir sollten die WoW am Leben lassen. Auch wenn wir das heißt, dass wir der WoW jetzt noch etwas Experimentierfreude lassen müssen. Und Fehltritte erlauben müssen. Doch ich denke, die Kreationen wie Simon oder Catherine werden häufiger werden und helfen, ja, weiß nicht, eine neue Ära der Menschheit einzuleiten. Wieso das Ganze erhalten? Uns hat vor Milliarden von Jahren nicht gegeben und war trotzdem alles gut. Und wenn wir wirklich wichtig sind für den Planeten, dann kommen wir auch wieder. Ja, ich weiß nicht, ob der Planet genug Zeit hat, uns nochmal wiederkommen zu lassen. Ich glaube, dieser WoW ist die letzte Chance, uns nochmal wiederkommen zu lassen. Geht das? Kann ich einfach gehen? Nee, die Unendlichkeit hat ewig Zeit. Ja, gut, die Unendlichkeit, gut. Aber ja, auf dem Planeten, der unser Planet hat, nicht unendlich Zeit. Aber ich glaube, die WoW hat, ist die letzte Chance der Menschheit. Ich bleib bei dem Entschluss, ich gehe. Bin ich anderer Meinung. Bin ich definitiv anderer Meinung. Nun kommen wir zum Ende des Spiels. Wir ballern die Arche ins All. Hier gibt es zwar keine Entscheidung und auch keine Stelle, die ich besonders hervorheben will, doch ich denke, es ist ein ganz passender Abschluss dieses Videos, euch das Ganze einmal zu zeigen. Vorab schon mal eine kurze Erklärung. Katharine und Simon... Oh, shit, was ist denn da passiert? Vorab schon mal eine kurze Erklärung. Katharine und Simon wollen natürlich auch auf die Arche. Und hier zeigt Catherine einfach, wie unglaublich clever und vorausschauend sie ist. Sie hatte so eingefädelt, dass die Scans gleichzeitig mit dem Start der Rakete hochgeladen werden. Wieso das so clever ist, sage ich euch, nachdem wir uns das Ganze einmal angesehen haben. Und Simon beweist hier, dass er rein gar nichts gelernt hat über die Art und Weise, wie Gehirnscans funktionieren. Aber jetzt erstmal Film ab. Deep breaths, Catherine. Soon we'll be among the stars. Let's hope so. So sieht's aus. Let's freaking go. Here we go. No turning back. Thank you, Simon. Don't mention it. It's an amazing thing you did. And I want you to know I appreciate it. Wir haben die Menschheit gerettet. Time. 20 seconds. What's the matter with the upload? Just give it a second. Thought you guys had a better bandwidth. Lad mich ja hoch. Warum wird die als erstes hochgeladen? Okay, Catherine ist drüben. Das ist sehr schön. Jetzt sein. Lad mich hoch. Ein Simon hat es geschafft. Simon, I can't keep telling you how it works. You won't listen. You know why we're here. You were copied onto the Ark. You just didn't carry over. You lost the coin toss. We both did. Just like Simon at Omicron. Just like the man who died in Toronto 100 years ago. No, this is bullshit. We came all this way. We launched the Ark. I know it sucks, but our copies are up there. Catherine and Simon are both safe on the Ark. Be happy for them. Are you crazy? Genau. We're gonna die down here with those fuckers living at large on a spaceship. They're not us. They're not us. I'm sorry you feel that way, Simon. I'm proud of what we did. We made sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survived, that something lives on. Fuck this. Fuck. Fuck this. Fuck you. Fuck you, Catherine, you lied. And I believed in you and I trusted you. You said we're getting on the fucking Ark. We are on the Ark, you idiot. I didn't lie. I can't be responsible for your goddamn ignorance. Fuck! Catherine? Please don't leave me alone.
Catherine? Catherine? Simon ist fest davon überzeugt gewesen, dass er es in die Arche schaffen würde, und das hat er auch. Jedoch nur die kopierte Version von ihm. Er selber muss zwangsläufig zurückbleiben. Eine Version von ihm war immer schon dazu verdammt, in dem Pilotensitz der Rakete zu verweilen, während die andere Version im Paradies der Arche weiterleben kann. Und jetzt, da er Catherine so aufgeregt hat, dass ihre Schaltkreise durchgebrannt sind, ist er wirklich komplett verlassen und allein. Verängstigt und einfach verloren. Wir selber können ihn auf seinem Weg nicht weiter unterstützen, da das Bild schwarz wird und die Credits anfangen durchzuscrollen. Dieses absolut geniale und so ergreifende Ende des Spiels mal beiseite, denn ich wollte ja noch mal kurz auf Catherine eingehen und warum ich denke, dass es kein künstlich erzeugter dramatischer Moment, sondern tatsächlich eine weise Voraussicht von ihr war, den Start der Rakete mit dem Bewusstseins-Upload in die Arche zu verbinden. Sie hat meines Erachtens nach vorhergesehen, dass Simon in seiner endlosen Ignoranz nicht erkennen wird, dass eine Version von ihm zurückbleiben muss. Wäre diese Version von ihm jetzt noch in der Lage gewesen, die Rakete zu stoppen, hätte er es, denke ich, getan und so für immer verhindert, dass die Arche im Weltall landet und das Fortbestehen der Menschheit verhindert. Also quasi alles zunichte gemacht, wofür Catherine und so viele andere sich so lange aufgeopfert haben. So ganz doof dahergefaselt, denke ich, dass es das Beste gewesen wäre, die Arche bzw. die Bewusstseinsscans in der Arche vor dem Schuss ins All nochmal runterzuladen und dann irgendwie zu versuchen, mit der WoW zu kommunizieren, um bessere Körper für die Besatzung zu schaffen. Wir sehen vereinzelt immer mal wieder Konstrukte der WoW, Nachbildungen von Menschen, und ich denke, das Ganze geht in eine wirklich richtige Richtung. Wenn Catherine und Simon helfen könnten, das Ganze etwas anzuleiten, wäre das die beste Möglichkeit für den Fortbestand der Menschheit. Das Spiel hat mich, wie im Intro schon angesprochen, wirklich zum Nachdenken gebracht und meine Sichtweise auf einige Dinge beeinflusst. Es hat mir keine Denkweise vorgeschrieben, ich war in jeder Sekunde frei, das zu denken, was ich wollte. Es hat mir lediglich Anreize gegeben, gewisse Sichtweisen aufgezeigt, und ich konnte und musste teilweise selber entscheiden, was für mich der richtige Weg ist, welche moralischen Werte ich vertrete und diese hinterfragen. Soma war ein unglaubliches Spiel und ich kann kaum fassen, dass ich es seit so vielen Jahren in meiner Spielebibliothek habe versauern lassen. Wenn man sich wirklich darauf einlässt, zieht einen dieses Spiel mit in ein Abenteuer und in eine emotionale Achterbahn, wie ich es nur selten erlebt habe. Und zu guter Letzt, nachdem man die Credits ausgesessen hat, wird man noch hiermit belohnt. Gut, Anu. Wow. Sind wir jetzt... Is this... Did it work? Das sieht mir ganz nach der Arche aus. Catherine! I can't believe we actually made it. Well, we did. I'm so relieved. It's okay, Simon. Everything's all right now. Catherine und Simon sind in der Arche. Was ein Gefühl, was eine Erleichterung, aber doch mit diesem leicht bitteren Beigeschmack natürlich. Mir war schon mitten im Spiel klar, dass ich ein Video hierzu machen möchte. Ich wusste allerdings noch nicht, dass es ein solches Ausmaß annehmen würde. Ich habe es unfassbar genossen, mich den ganzen Fragen zu stellen. Ich habe versucht, die unendlichen Notizen und Gedankenschnipsel irgendwie in ein halbwegs konsumierbares Video zu verwandeln. Und falls du es bis hierhin geschafft hast, dann bleibt mir jetzt nur noch eins zu sagen. Was zur Hölle machst du eigentlich mit deinem Leben? Du hast ja fast 70 Minuten lang zugehört. 70 Minuten! Was? Das sind ja 140 Mark? What the hell? Geh mal raus! Yo. Hey, yo! Hey! Yo, ich bin fresh Dumbledore! Back from the underground, back for more! Ich rappe hier, ich rappe dort! Ich rappe 100 Mal besser als der dunkle Lord! Yo, motherfucker!